Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Ellerbach LP hier auf unserem neuen Hof. Ich hatte ja in der letzten Folge die Hofvorstellung gemacht und jetzt hatte ich eigentlich geplant, erstmal ein bisschen Schnee zu schieben hier. Dazu würde ich jetzt erstmal den MAN so ein bisschen nehmen. Schon aber jetzt anspringt. Jo. Und was ich neulich noch gesehen hatte, vorhin hier haben wir noch ja die Zuchtmauer liegen. Also wenn wir mal eins brauchen, können wir uns das nehmen. Hier noch Zapfen. Und zwar hier in der Kiste sind noch ein paar Geräte. Und zwar hier einmal so ein Messgerät für die Felder und zur Feuchtigkeit. Einmal können wir mal anmachen. Eine schöne Stihl MS660, eine alte. Die auf jeden Fall sehr gut sägt. Hier noch eine große, eine Stihl Magnum, eine ganz große mit einem langen Schwert, können wir ordentlich lange Stämme durchsägen. Und hier noch eine Husqvarna, nur ich glaube, die läuft nicht mehr so ganz, weil die ja, hat auf jeden Fall ein paar Startschwierigkeiten. So, dann können wir wieder hämmern. So, dann können wir mal ein bisschen lostuckern hier. Upp, müssen wir nur aufpassen, dass wir ja nirgendwo jetzt hier uns noch festfahren im Schnee. Nur so ein Problem wäre es jetzt nicht. Der müsste mal zum Händler oder so oder gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben zum Abschleppen. Oder macht er nicht. So, jetzt muss ich nochmal kurz Haken reinklinken. Einmal. Zweimal. Das kann man auch machen. Jetzt muss ich sie natürlich noch einklinken. Erstmal zack oder so. Perfekt. Vielleicht schieben wir jetzt erstmal ein bisschen mit dem MAN, dann nochmal ein bisschen mit dem IAC, wenn er anspringt. Mal schauen. Boah. Geht so gut hoch. Oh, da kämpft sich ganz gut hier. Durch den Schnee. So, ist voll. Ich würde erstmal den ganzen Schnee jetzt hier einfach hinkippen auf dem Haufen, dass wir dann irgendwann mit unseren Anhängern wegfahren können. Da haben wir ja noch die keinen Aufbau haben. Keine Plane. Hier mal zur Not die Mistwagen. Ist ja auch schon übelst viel Schnee drinne. Ich schätze mal so, boah, der halbe Anhänger damit ist voller Mist. Ist voll, muss mal kurz schauen. Ja, ist voll. So, ich gebe das einfach hier alles in den Garten rein. Rasenmähen und so können wir jetzt im Winter hier nicht. Dann planen wir eigentlich dann unseren ganzen Schnee irgendwie mal auf irgendeine Wiese von uns zu bringen. Boah, ich muss sagen, den MAN, der gefällt mir jetzt schon. Schick restauriert hatten wir den Vorbesitzer. Das muss man ja mal sagen. Uch! Jetzt sause klingt. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, wieder aufsammeln hier. Ja. So. Hauptsache, die ganzen Wege hier sind erstmal frei, dass wir dann hier auch ordentlich fahren können, ohne irgendwo im Schnee zu stecken. Voll ist die Schaufel. Mal kurz schauen. Oh, schon voll. Da muss man hier wieder abbauen.
könnte natürlich auch mit der Schaufel dann immer direkt zur Wiese fahren, um abzuladen, aber da fahre ich mir ja einen Wolf, fahre ich ja 10 Millionen Mal, das will ich nicht. Da wäre ich ja nie fertig. Und so ordentlich soll es außerdem auch nicht werden. Ist ja einfach nur, dass wir uns hier nicht irgendwo an jeder Ecke festfahren. Das ist ja eigentlich nur hier für den Hof, ne? Dann müsst ihr da voll sein, ja. Einmal kurz rum um den Baum. Also wir könnten auch rein theoretisch, ist ja. Das war scharf. Ist ja auch gerade Winter, oder besser gesagt Anfang Frühling, und da müssten wir eventuell uns auch noch mal ein kleines Waldstück holen. Dann können wir auch mal in den Wald fahren, ein bisschen Holz hacken. Ein paar Bäume fällen. Wir haben einen Autoanhänger, da würde ich halt mit dem MAN oder mit dem IAC in den Wald fahren. Und dem Autoanhänger hinten dran. Und würde dann halt so ein bisschen Holz holen. Weil das hat das war nicht so gut. So. Also passt. Ja, da liegt auch noch mehr als noch Schnee. Da müssen wir nochmal ordentlich ausklinken. Ach. So. Ich jetzt das bisschen noch, dann vorne auf dem Hof noch so ein bisschen. Und dann reicht das auch erstmal hier an der Ecke. Auf dem Hof natürlich nicht, aber hier in der Ecke hinten. Und natürlich jetzt auch nicht alles so ordentlich. Sind wir da irgendwie reingefahren? Na, ich überlege gerade mal hier einen Haufen. Ja, ich mache hier mal einen Haufen. So, jetzt nochmal richtig ausklinken. Oh, würde ich erstmal so zwei, drei Häufchen hier auf dem Hof machen. Dann fahren wir halt den Schnee, wo am Weg liegt, weg. Oder ich will auch nicht jedes Mal hier hinten hinfahren. Hier vielleicht noch ein Gewicht dran machen können. Na egal. So, die einfach noch mal so ein bisschen. Hauptsache, wir werden nicht demnächst auch noch von anderen Leuten angesprochen, ob wir bei denen mal freiräumen können. Dann wenn mache ich das nur für Geld. Mach das natürlich gerne, aber nicht gratis, weil wir haben hier noch mehr als genug auf dem Hof zu tun. Ich habe nämlich auch viele Pläne. Mein Plan war nämlich eigentlich auch jetzt, wo man noch nicht so viel auf dem Acker machen kann, den alten IAC so ein bisschen noch zu restaurieren. In der Werkstatt. Können wir ja vielleicht reinfahren. Erstmal würde ich dann halt auch erstmal die Kabine so ein bisschen ersetzen. Eine neue drauf machen. Abbauen. Wenn wir dafür überhaupt noch irgendwie was in Geld kriegen, weiß ich ja nicht. Und dann halt noch den Frontlader. Und die Bremsen vom MAN müssen auch unbedingt mal geölt werden. Das geht ja nicht. So, so riesig will ich den Haufen jetzt hier auch nicht machen.
Es ist hier rundherum überall wieder was. Aber man sieht auch nicht viele Autos jetzt hier. Guck mal, hier vorne. Ah, hier vorne mein Bordstein so ein bisschen, die Ufer im Fort. Kann ich eigentlich auch hier denn irgendwie vom Schutz ein bisschen abnehmen? Nee, ne? Nee. Ja, ist ja auch schon wieder, kommt oben wieder Schnee drüber. Ist also schon wieder voll. Das Schaufel gerade aber ordentlich hochgegangen. Ich habe auch überlegt, vielleicht holen wir uns demnächst vom Händler mal so einen kleinen Salzstreuer. Ich habe nämlich neulich ja auch den Maschinenhändler durchfahren sehen. Mit dem... Da lag ja auch schon schnell mit dem großen Johnny 6R. 32,30 glaube ich, oder 32,50 war das. Auf jeden Fall ein ganz großer. Mit Schneeflug. Hat der die Straße frei gemacht und hinten dran so einen schönen kleinen Streusalzsteuer. Müssen wir mal überlegen, ob wir mal da hinfahren und fragen, ob wir den mal haben. Also den Schneeflug brauche ich jetzt nicht, aber der Streuer wäre schon ganz sinnvoll. Ich werde auch offscreen hier noch etwas Schnee schieben. Da werde ich natürlich jetzt nicht alles in einer Aufnahme machen. Wir werden auch langweilig in einer Zeit. Boah, Hupe geht. Hier hinten kann eigentlich so ein bisschen liegen bleiben. Hier hinten ist ja eigentlich nur ein kleiner Weg herum. Der kann eigentlich verschneit bleiben, weil wir haben eh noch keine Kühe. Weil die andere Einfahrt hier würde ich schon noch freiräumen. Hier in der Ecke noch ein bisschen. Vom Haus auch noch mal ein bisschen. So. Hier der Haufen wächst aber auch immer mehr. Ah, jetzt sind ganz ausgeklingt jetzt. So. Was ist das? Ja. Gerade so. Ich hätte mir eigentlich auch einen Hydraulik-Frontlader hier irgendwie nochmal kaufen können. Könnte ich auch überlegen und den dann hier dran machen. Entweder ein MAN oder eher ein IAC, weil der IAC. Ja, ist schon der größere. Wie viel hat der? 54 PS, glaube ich. Ja, das reicht aber auch. Ab mehr wie der MAN, also würde ich den dann auch schon hauptsächlich für so ein paar schwerere Einsätze nutzen. Oh, meine lieben Freunde, das soll es auch erstmal gewesen sein für die zweite Folge hier in der Fortsetzung vom Erlbach RP. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.